herzlich willkommen zum vierten Part von Let's Play Poker MMO mit Pascal. Yo! Und wir sind hier auf der Route stehen geblieben. Beim letzten Mal habe ich mich noch schnell, noch schnell einen Kleinstand gefangen. Das habe ich gelevelt wie mein Schüler, beide Level 20. Ich habe mir ein Pipi, ich habe meinen Pikachu abgelegt und habe mir ein Pipi geholt, das jetzt auch schon wie mein Glutexo auf Level 20 ist. Ja, auf jeden Fall seht ihr gerade die Attacken von meinem Kleinstein Stier und dann noch die Attacken von meinem Sherlock. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach auf der Route fort. Ich kämpfe zuerst mit meinem Sherlock. Gegen wen habe ich hier schon gekämpft? Hast du gegen die schon gekämpft? Aber nein. So. Doch, habe ich. Mal gucken, Kingen. Was die hat. Ein Taubsi Level 9. Gegen mein Sherlock Level 20. Ja, also wir machen die halt jetzt übelst kaputt, gell? Ja. Ah, passt. Weil wollte ich schon unbedingt schon überleveln, overleveln. Du wolltest die ganze Zeit leveln. Du hast sogar überlegt, heimlich zu leveln. Was? Du hast sogar überlegt, ja, dich heimlich zu leveln. Ja, weil du wütend auf mich warst und ich dachte, du machst Sau. Nein. Ah, Dort ist deiner, der kämpfen will. Ja, also ich kann die erste schon geowned. Ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit nur mit meinem Glutexo kämpfen können, weil leider habe ich mein PP, habe ich mit Pascal getauscht, weil ich nur PPs bekommen habe mit schlechten Wesen. Ja, und ich habe ihm auch eins gefangen mit einem guten Wesen. Ja, und wenn man aber dann eins fängt und bevor man die zweite Arena geschafft hat und ein PP ist dann auf Level 20, dann kann es streiken. Probier's einfach aus. Ach, ich mach's jetzt nicht mal. Alter, bei mir leckt's gerade ein bisschen. Ich bin vor dir. Ich zeig dir mit der Tastatur nicht wie der Maus. Naja, die ganze Zeit. Ein Radfahrt zu sehen. Ja, Clarify. Ja, doch Clefairy, oder nicht Clarify? Ja, Clefairy loafing around. Dann wird's jetzt getauscht. Warum musst du auch sofort auf Level 20 hoch trainieren? Die Runde. Die nächsthöhere 10er-Zahl war. Ja, dann hätte ich auch 15 oder so beides machen können. Oder zumindest das Neben-Pokémon 15. Weil die Runde ist jetzt eh voll langweilig. Sag's gerade gut, du wolltest doch die ganze Zeit immer dann leveln. Ja, aber die Runde ist jetzt eh voll langweilig für uns. Die werden hier alle geowned mit einem. Die werden auch so geowned worden, glaube ich. Ja, aber mit One-Hit. Wären sie vorher auch. Warte, ich mache hier gerade noch ein paar Programme zu. Ja. Und das hier. So. Wo bist du? Bei dieser komischen Tussi. Oder Tussi. So. Ich weiß halt echt nicht, wer die komische Tussi ist. Ja, ich glaube, es war ein Typ. Nein, jetzt habe ich das Pipi noch vorne. Rettan! Wenn es einmal streikt, dann streikt es für immer, oder? Denn es kann auch sein, dass es dann Mauer angreift. Das macht für dich vielleicht ein bisschen interessanter. Ich finde es ja mal interessant. Es läuft wieder rum. Aber wenn ich zweite Arena geschafft habe, dann kann ich es ja wieder benutzen. Ja, ich glaube, nach der zweiten Arena kann ich dann schon bis Level 30 oder so. Und dann. Ja. Ich glaube, wir trainieren unsere Pokémon fort. Obwohl. Vor der dritten Arena Level 30. Könnte schon hinkommen. Naja. Vor allem mein Glutexo, wenn ich das jetzt die ganze Zeit nur leveln kann. Obwohl, du willst ja den Knofenser holen. Ja, aber wann gibt's denn das? Vor der zweiten Arena. Echt? Vor der zweiten schon? Ja. Holst du dir kein Mirabler? Nee, mein nächstes Pokémon steht schon fest. Und das ist? Will ich noch nicht verraten. Ach so, so. Ich sehe dich da laufen. Hab schon den Typ mit der gelben Kappe da unten besiegt. Ich hab gelben Kappe. Komm mal zurück. Ja, hab ich. Er wurde zwischendurch jetzt. Ja. Drin ist. Ja. If you touch. Nein, ich hab schon wieder mein cooles Pipi vorne. Wenn ich ins Erfahrung. Dann wird mein Glutexo schon mal nicht overlevelt. Und Sherlock erreicht Level 21. Oh fuck, wir haben nicht geguckt, wann wir gestartet haben. Ich hab geguckt. Wie viel war? Ich hab's aber vergessen. Nicht ich glaube 43. Kann es sein?
Ja, ich würde sagen, einfach wir machen dann noch bis 53. Und dann Verabschiedung. Oha, Alter, das Pomelo 4 auf 14 wurde nicht mal gewonnen. Oha. Buckcatcher Greg wurde besiegt. Was ist denn hier? Also ich finde es irritiert auch ein bisschen, wenn mit dem, dass man die immer anreden muss. Ja, schon, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Ja. Ah, der will gar nicht kämpfen. Mein Bruder wollte mit uns, Achtung, die Kurve mitmachen. Also einmal so ein Gastplay mitmachen. Ja. Voll so, übel dann abkackt, weil der sowas nicht kann. Ja. Der kann nur Minecraften, das ist nicht gut. Mein Leben. Meine Hand tut weh. Ja, also ich bin jetzt durch, gell? Ja, warte kurz. Ja, ich geh jetzt in die Höhle. Du kannst ja im Gras noch leveln. Ja, aber das ist scheiße, wenn es schon so dann. Du leckst übrigens gerade ein bisschen bei mir. Bei mir leckt es überhaupt gerade voll. Wahrscheinlich macht Leon wieder irgendwas drüben. Leon. Ja, ja. So, ich widersetze mich jetzt Kubat. Weil Kubat scheiße sind. Aber wir hätten nicht so hochleveln dürfen, das ist dir voll langweilig. Es wäre so, das wäre langweilig gewesen. Wenn du, überleg dir mal, wenn du deine normale Taktik gemacht hättest, dass du einfach ein Pokémon die ganze Zeit durchtrainierst, wärst du noch höher gewesen. Doch. Weil ich nicht die ganze Zeit im Gras rumhock. Ich hätte nur die Trainer gemacht mit dem Pokémon. Ah ja, da reicht mir locker schon Level 20. Doch. Wenn ich ohne... mit zwei Pokémon... Oder was? Doch. Da reicht du bis dahin Level... Weißt du, wie viel wir mit dem Gras gemacht haben, Alter? Ja, trotzdem. Vielleicht, da müssen wir eine Weile nicht mehr leveln. Mhm. Außer wenn wir neue Pokémon haben. Ich muss da gucken, wahrscheinlich tue ich... Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole mir zwei Knopffensters, mache einen in Pension, dann ist auch mit. Oder ich hole mir nur eins und tue ein Pipi oder ein Knopffenster von den... Also mein Pipi oder mein Knopffenster in die Pension. Warum willst du zwei Knopffensters holen? Das ist doch richtig gay, wenn du dann eins trainierst und eins in der Pension hast. Da hast du am Ende zwei Steige. Stimmt. Also haben wir das schlechte Einfall. Man könnte halt echt hier, wenn wir offscreen einfach die ganze Zeit nur hinten und her laufen, dass seine Pokémon in die Pension hochgehen. Ja, am Ende verpennt man so ein Level 50. Ja, so wie bei mir letztes Mal. War auf 4, ich hab's irgendwie auf 11 oder so reingebracht und dann, als ich irgendwann mal geholt habe, war es 54 und war mein drittstärkstes Pokémon oder so. Oder zweit vielleicht sogar. Ich bin aber gerade überlegen, welches Pokémon ich reinmache. Und Level 21 für Glutexo. Ich bin geil Level 22 mit Chillock. Ja, du kämpfst doch die ganze Zeit noch mit Chillock. Ja, ich trainiere immer jedes Pokémon ein Pokémon 2 Level und dann kommt das nächste dran. Machst du jetzt vielleicht? So, jetzt Kleinstein nach vorne. Und in 2 Minuten. Dann gehe ich jetzt noch schnell ins Pokécenter. Wir hatten eine Folge schon schnell um, aber ja. Ja. Hast du noch Zeit für noch eine aufnehmen dann? Könnten wir sogar machen. Mein Eltern sind gerade eh nicht da. Geh ich ein bisschen später fort. Jo. Ja, also Pascal ist professioneller Zeitungsausträger. Professionell. Fuck, was will ich mit dem kleinen Stein in der Höhle, Alter? Da kommt wieder Schlock vor. Nur mit Schleppos. Ich würde einfach sagen, nach dem Kampf beenden wir die Folge, nehmen wir die nächste auf. Mhm. Ich fliehe jetzt einfach. Wo bist du überhaupt? Noch am Anfang von der Höhle. Ja, ich auch. Ich geh jetzt nach links. Ich suche hier gerade, ob hier Pokéball rumspielen. Ja, dann müssen wir halt dann zusammenkommen. Also, dann beenden wir jetzt die Folge. Okay, ja. Ich glaube, ja, ich mach den Kampf jetzt noch. Ja, falls es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Oder einen Daumen runter. Darüber würden wir uns nicht freuen, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr es trotzdem machen. Ja, also dann, bis zum nächsten Mal. Bye.
ruhig Tschüss sagen. Tschüss.